Ja, liebe Leute, heute muss ich euch tatsächlich mal kurz noch den Intro von dem letzten DLC zeigen. Und zwar das der Rüstungsinsel, weil da machen wir uns als nächstes hin. Wir wollen tatsächlich heute auf die Rüstungsinsel, um Lavados zu fangen. Wenn ich das überhaupt kann. Wenn ich das überhaupt darf. Wenn wir Glück haben, brauchen wir das nämlich nicht, doch zu aktivieren. Nein, dann habe ich das, glaube ich, sogar schon gemacht. Das kann sein. So, da sind wir auf der Rüstungsinsel. Da, wo war das Abenteuer? Das habe ich ja schon euch let's played. Wenn ich das jetzt gerade mal so spontan darf. Ja, nein. Hey, du da. Du warst, bist wohl zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Nein, eigentlich nicht, aber nur mit dem Account hier. Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir kurz deinen Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die riesigen Pokémon darin registrieren kannst. Es wird mir bei einer Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Eigentlich bin ich hier, um die Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibt sich so eine seltsame Person vor der Station um. Hilfe, da ist er. Bei dir handelt es sich um die Person, die ich abholen soll. Du bist genau zur verabredeten Zeit erschienen. Sehr lohnenswert. Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind? Ach, mein Gedächtnis lässt mich im Stich. So muss ich einen Flickmann mit Amnesie fühlen. Ja, mein Name ist übrigens Saverio. Und da ich schon länger ein Mitglied bin als du, darfst du mich als dein Mentor betrachten. Was laberst du? Was meinst du? Du willst gar nicht mit mir quatschen, du willst nur das Lavados fangen? Ah, toll. Na gut, aber egal, du musst trotzdem zum Dojo noch gehen. Mann, ich fasse es nicht. Ich vertreibe mir heiles Wortes Folie ohne Sinn und Verstand. Da muss meine elegante Wenigkeit ihrer Rolle als Erwachsener gerecht werden und den Jungen in die richtige Richtung weisen. Nun denn, demonstrieren wir einander doch erstmal unsere Fähigkeiten, dann sehen wir weiter. Ich warte draußen auf dich. Leiste mir dort Gesellschaft, sobald du dich bereit fühlst. Ah, jetzt muss ich richtig gegen den Typen noch kämpfen, ne? Ich will eigentlich nur das Lavados fangen. Na gut, dann machen wir das noch schnell. Ich hoffe, das Lavados weniger rumzickt als das... also Zapdos. So, Moment, ich guck gerade was. Okay, da müssen wir tatsächlich hier irgendwie hin. Oh, ich habe keinen Bock jetzt gegen den Typen zu kämpfen. Ernsthaft? Das nervt mich gerade, dass ich denn noch nicht... Ja, weil meine Freundin hat halt das DLC noch nicht gespielt, den ersten Teil. Wir haben das ja schon gespielt. Oder ich habe das ja mit euch gemeinsam schon gespielt. Nur mein Dings ist schon leider weg. Aber wir gucken es trotzdem mal. So, der hat auf jeden Fall einen Lapra nur. Mit Level 58. Eigentlich sollte das kein Problem sein mit dem Geist-Pokémon. Na gut, dann geht das besser, aber dann halt noch einen drauf. Tschüss. Das würde mich schwer wundern, wenn es das überleben würde. Tut es natürlich nicht. So, der nächste... Noch so ein Fleckmon. Nein, ich habe nicht Hypnose eingesetzt. Ich habe jetzt nur meine Attacke eingesetzt. Ich möchte jetzt gerne das Dings mitnehmen. Ah, okay. Du bist einfach mit dem Psycho. Das heißt, du kriegst die nächste Attacke auch noch drauf. Damit
Damit ist das Thema erledigt mit dir. Sekunda Saverio. Deine Stärke trifft mich wie ein Psychoschock. Entschuldige mich einen Augenblick. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht einfach unmöglich. Welchen Trickbetrug bin ich da nur aufgesessen? Soll ein Trainer dieses Kalibers Fuß in das Dojo sitzen? Dann würde meine Existenz auch glatt in Vergessenheit geraten. Ich würde ihn nicht am liebsten wieder zurückschicken. Aber mir wurde die Aufgabe anvertraut, nur ihn abzuholen. Ohne Frage verfügst du über Talent. Du hast mir sogar 3% meines Könnens abverlangt. Nur ist aber so, dass unser Dojo noch auf eine glorreiche Geschichte zurückblicken kann. Ja, der Champdile, der Unschlagbare, hat einst in diesem Dojo trainiert. Ich fürchte nur leider, dass man auf dem einen Niveau der Sache nicht ganz gewachsen ist. Da würde ich dir raten, das Dojo da hinten nicht zu betreten. Unternehmen doch stattdessen eine Inseltour und fahren dann schön erholt wieder nach Hause. Großartig, wie ich bin, überlasse ich doch dies hier. Eine Stylekarte. Ah. Zeigst du diese Karte in Boutiquen oder Friseurversalons vor, wird es auch dir möglich sein, so elegante Kombinationen wie ich zu tragen. Nun denn, bis dann. Jawohl, Person, der ich nie wieder begegnen werde. Und da hinten fliegt schon das Labrador. Aber das möchten wir eigentlich nur deswegen hier. Die Frage ist, komme ich jetzt da hin? Zurück. Ja, ist halt das Blöde, wenn ich das. Guck mal. Was ist denn jetzt hin, Labrador? Haspi-Rohr. Ja, nee, ist klar. Ernsthaft? Komm mal ab. Ja, komm, nerv mich bitte nicht. Ich hab jetzt keine Zeit, keine Lust, das Ding zu aktivieren. Ja, schön für dich, komm. Ja, ich möchte das jetzt gerade nicht sprechen. Tut mir leid, lass mich in Ruhe. Nerv mich nicht. Ja, nein, möchte ich nicht. Ja, lass mich. Och, geh mir nicht auf die Nüsse. Die Frage ist, was ist das Labrador jetzt? Kommt das jetzt auf mich zu oder was? Nein, möchte ich nicht, lass mich in Ruhe. Die Frage ist, wo ist denn das jetzt hin? Fliegt das jetzt nochmal hier rum oder? Muss ich das jetzt. Muss ich das hier jetzt nochmal aktivieren? Ich versuche es nochmal zu aktivieren. Ich hoffe, dass es jetzt ist. Genau. Ja. Okay. Hau ab von mir, Wuffitz. Also ich muss jetzt eigentlich hier versuchen zu aktivieren. Also es soll ganz einfach sein. Du sollst einfach nur, wenn jetzt nicht tausend Dinge wieder passieren, könnt ihr das hier euch irgendwie hier hinstellen und es versuchen hier abzufangen. Eigentlich müsste das hier auftauchen. Da ist es doch.
So, ich versuche es jetzt gerade mal zu speichern. Ihm. So, da haben wir das gute Lautos. Das ist vom Typ Feuer und Licht, wenn ich es richtig im Schirm habe noch. So, du bist jetzt vom, auch vom Typ, okay. Weil die Frage ist, was bist du? Müsstest du Feuer und Licht sein, ne? Tiefschlag, okay. Die Frage ist, wie einfach wirst du zu fangen sein, mein Freund? Ich habe wieder einige Überbälle dazu gekauft, das habt ihr ja mitbekommen. So, versuchen. So. Okay. Versuchen wir es nochmal mit dem Borschennabel, weil ich kriege mich jetzt ein bisschen Dusel. Okay, das ist gut. Wutausbruch. Pusht sich jetzt ein bisschen hoch. Kahn. Die Viecher, die haben aber auch gegenseitig so Attacken, dass sie sich ärgern, dass sie mich ärgern können. So, versuchen wir es mal zu fangen. Vielleicht kriegen wir es ja wieder hin. Ja, cool. Weil Zapdos. Warum? Hey, warum habe ich das Pech, dass mein Viecher und mein Knacker immer verwirrt wird? Ach, mein Gott. Vielleicht kann man ein bisschen Glück und kriegen mal eins am Anfang rein. Das nächste, was wir dann in der nächsten Folge versuchen zu fangen, ist das Zapdos. Das Arktos. So, machen wir kurz mit dem Kopfnuss hinterher. Brennender Zorn. Natürlich! Natürlich kriegst du einen Volltreffer! Die Attacke ist zwar nicht sehr effektiv, aber egal, mit dem Volltreffer machen wir das dann schon mal mit dem One-KO. Keine Möglichkeit, was zu machen, ne? Ja gut, das ist immer ein legendärer Vogel-Pokémon, ne? Eins, zwei. Ich push mich noch ein bisschen weiter. Spezialangriff. Fick dich doch halt im Spezialangriff. Alter, die Viecher sind schon so unnormal stark. Da muss man sie nicht noch mal 10.000 Mal pushen. Hör auf. So, jetzt brennt der Zorn. One-Hit-KO. Volltreffer. Ich bin doch am Sack, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, ich habe so gut wie keine Pokémon mehr. Das kann doch nicht sein, dass die Legis einfach mal so kurz aus dem Spiel nehmen. Vor allem. K.O. Ja, komm, scheiß drauf. Das ist mir egal. Sag das, kriege ich so. Komm her, Tier. Kann ja vielleicht dazu jetzt 1000 Folgen da, 1000 Bälle noch zu verbraten, wegen. Weil hier
euch da nur mit eure 1000 Werte noch hochpushen könnt. So, erledigt. Sorry, dass das jetzt mal ein bisschen rapide wurde. So, Labrador haben wir auch gefangen mit Typ und ich Flut, das habe ich euch schon angekündigt. So, dann kann ich das Regirock für raus. So, du hast aber das gefangen, das ist ein legendärer Vogel-Pokémon aus den Notizen. Weitere Notiz Nummer 3. Labrador fing ich auf der Rüstungsinsel. Hey, ich bin's, Bioni. Wie kommst du mit der Expedition voran? Bitte, du hast schon wieder eins gefangen. Welches denn diesmal? Auch Labrador? Vor allem Ernst? Super nice, ist eine starke Leistung. Da macht man auch die anderen Vogel-Pokémon auszuspüren. Ja, genau. Und der Folge sind wir tatsächlich auch schon durch. Aber lag auch daran, dass ich euch das Intro noch ein bisschen zeigen muss von der Rüstungsinsel. Wir werden auch nicht nochmal wiederkommen, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Das letzte Pokémon, was wir auch noch aufspüren müssen, ist in der Kronenschneelande. Muss mal gucken, wo wir es finden könnten. Das muss ja auch irgendwo unterwegs sein, ne? Ich mache mich jetzt mal auf die Schneeschlucht, damit ich mich ein bisschen akklimatisiere. Ach so, ich wollte gerade sagen. Arctos ist gerade hier aufgetaucht, aber das ist das Labrador, was hier, glaube ich, rumlief. So, kurz mal auf der. Ich muss mal kurz eben kurz ein Pokémon hinter. Weil das ist mir gerade zu viel, weil ich muss mein Team wieder heilen. So, dann machen wir uns erstmal auf nach Brassbury. Und dann machen wir uns zurück zur Schneelande der Krone. Und dann sind wir für heute dann. Also ich bin für heute durch mit der Aufnahme. Es geht nachher für mich um. Also. Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Mitternacht geht es ja weiter mit dem neuen Need for Speed, was ich euch auch noch bringen möchte. So, zwei Meisterbälle haben wir verbraten für die Legis. Ja, für Konospa und auch für Labrador haben wir die Meisterbälle weggehauen, aber nun ja. Das sind ja legendäre Pokémon, beziehungsweise legendäre Pokémon. Da passiert sowas manchmal. So, letzte Pokémon, was uns noch fehlt auf der Liste, ist halt eben genau jenes Arctos. Das möchte ich natürlich auch noch fangen, das ist klar. Dann haben wir sie nämlich einmal komplett alle durchgearbeitet. Dann haben wir einige Vogel-Pokémon. Bitte das Giganten. Die Frage ist, wo aber. Ja, gut, Arctos, wie gesagt, soll hier irgendwo rumflattern, das ist klar. Es gibt auch eine Möglichkeit, es zu erkennen. Wo es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Wir werden es auf jeden Fall nicht heute mehr aufspielen. Wir werden es in der nächsten Folge aufspielen. Ja, tut mir leid, dass ich mit Arctos, mit Zapdos so meine Probleme hatte, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das tatsächlich so mir Probleme bereitet. Ich dachte mir, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, aber dass die dann teilweise 40, 50 Hyperbälle fressen. Gut, bei Labrador, das habe ich jetzt ein bisschen beschleunigt. Lag aber auch daran, dass das Vorintro noch gespielt werden musste zum Schneelande. Zu Rüstungsinsel, dass das einfach noch nicht aktiviert war. Ist ja, wie gesagt, nicht mein Account, sondern der von meiner Freundin. Ja, egal, scheiß drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir hier auf der Jagd nach Arctos und dann hätten wir so alle drei und dann gucken wir mal, was das Abenteuer noch so wert. Ob wir dann noch alle fangen können oder ob wir noch ein paar, nur eins fangen können noch. Mal schauen, wir werden sehen. Bis dahin, ciao.